Manuell oder elektronische Schaltung? Du bist ja Shimano-branded, oder? Ja, ich habe auch eine. Genau, ich habe auch eine DI2. Also, ja, ich habe jetzt. Nee, warte mal. Ich also, warte. Nee, gibt es da jetzt noch was Neues? Nee, schon DI2, also elektronische Schaltung. Ich dachte, da gibt es jetzt wahrscheinlich schon irgendwie was noch. Es gibt doch auch, oder was intelligent selber schaltet. Gibt es denn die auch irgendwie schon? Man muss immer schon noch selber drücken. Soweit ich weiß schon, ja. Schon. Weil ich dachte immer, Automatikgetriebe gibt es nicht. Irgendwann wird es nochmal erfunden, dass einfach für einen geschalten wird, je nachdem, wie viel Druck man halt gibt, so mit Wattmesser. Ja, Drehfrequenz. Ja. Nee, die DI2, klar, habe ich auch. Nicht an allen Rädern, aber an manchen. Und das ist schon eine schöne Sache. Also das Ding ist natürlich, man muss ein bisschen technisch oder ja, man muss ein bisschen affin sein für die Sache, dass man das mit dem Handy auch einstellen kann, also mit dem App. Dann ist es natürlich eine saubere Sache. Schaltet ziemlich gut und ist eigentlich auch nicht anfällig, wenn man es halt, man muss ja auch mal laden und so. Da muss man halt dran denken. Das stimmt, ja. Ja. Ich sehe das auch so. Also ich habe keine elektronische Schaltung. Das liegt aber jetzt weniger daran, dass ich sie nicht mag, sondern mehr daran, dass ich keine habe. Aber tatsächlich finde ich es eigentlich ziemlich cool. Also auch, weil es halt viel präziser schaltet, viel schneller schaltet. Und dieses ganze Einstellungsding, das fällt halt weg. Und ich glaube, dass die meisten Leute, die in den Fahrradladen gehen und sich ein Fahrrad kaufen, damit ein Problem haben, dass wenn irgendwann mal aufgrund dessen Fahrrad im Auto verladen oder irgendwo doof angelehnt, dann verzieht sich manchmal ein bisschen was. Und dann müsste man das eigentlich wieder ein bisschen justieren, oben am Schaltgeber. Und das fällt alles weg, weil die Schaltung sich immer wieder selber konfiguriert und selber zentriert. Ja. Bedeutet, für den Endverbraucher ist, glaube ich, ein deutlicher Fortschritt. Das Einzige, was er muss halt dran denken, ist aufzuladen. Genau. Ja, und also, wenn man eine Bremse, eine Schaltung neu hat und dann auch einfach eine Weile fährt, dann wird ja auch der Bauten ein bisschen länger. Man muss nachjustieren. Also, das ist schon, muss man schon ein bisschen dahinter sein. Weiterer Vorteil natürlich auch integrierte Systeme, weil natürlich Design ja immer eine wichtige Rolle spielt, also die Optik, und die meisten Hersteller verbauen cleane Bikes mit integrierten Zügen und so. Und SRAM hat mittlerweile eine Bluetooth-gesteuerte Schaltung, Shimano hat, glaube ich, noch keine Drähte, die sie verlegen, aber es ist im Prinzip einfach eine viel cleanere, viel sauberere Lösung am Fahrrad. Ja. Also ich bin dafür. Ich auch.